Meine Frage, kommt die richtige Rotation alleine vom langsamen Arbeiten? Also alleine nur vom langsamen Arbeiten kommt die nicht. Du musst schon die richtigen Übungen auch dazu machen. Ich habe das vorher schon mal erklärt, was die Ecken tun. Also auf der Holzbeinseite mache ich am liebsten, also mache ich mehr 90-Grad-Ecken. Ich mache dort mehr ganze Volten. Die Voltengröße richtet sich immer nach dem Vermögen des Pferdes. Wir haben gerade vorher gehört, wenn das Pferd um die Wendungen geht oder die Volten zu klein sind, wird es hektisch. Also müsst ihr eure Pferde beobachten, ob sie das wirklich schaffen, ob sie euch nicht auf eine Schulter fallen oder sonst irgendwelche Unwohlanzeichen zeigen. Da muss man halt wirklich dann experimentieren. Auf der Säbelbeinseite, da mache ich eher größere Wendungen, also Kreiswendungen, Schlangenbögen und sehr selten ganze Kreise, also einen geschlossenen Kreis, sondern sind eher mehr so Viertel- oder Halbkreise und dann geht es wieder geradeaus, weil ja dieses Säbelbein das überlastetere Bein ist und das will ich nicht überstrapazieren in diesen Wendungen. Ja, die Langsamkeit ist einfach dazu da, wir haben es gerade vorher gesagt, eben um diese Muskelgeschichte umzuändern, damit die Pferde lernen, sich mit der richtigen Muskulatur zu stabilisieren und mit der großen Muskulatur sich zu bewegen. Damit sie lernen, loszulassen, damit diese Bewegungsenergie überhaupt durch den Körper durchgehen kann. So wie Yoga, Tai Chi, ja. Im Humanbereich gibt es ja da wirklich genügend Feldenkreis. Es gibt ja tausend Dinge, die man machen kann heutzutage. Die zielen ja alle auf das gleiche Prinzip ab. Und es ist echt faszinierend. Es ist, glaube ich, Reitsport ist das der einzige Sport, beziehungsweise die einzige Bewegungslehre, wenn man das jetzt einmal nur fürs Pferd betrachtet, wo von einem Lebewesen Bewegungen oder Dinge verlangt werden, die es nicht in Langsamkeit, sondern im Tempo erlernen soll. Das ist sowas von paradox, weil kein Mensch der Welt lernt tanzen im Echtzeitrhythmus. Kein Mensch der Welt lernt Maschine schreiben, Zehn-Fingersystem, gleich mit, ich weiß nicht, 1200 Anschlägen oder was auch immer. Ja? Jeder beginnt langsam Technik zu erlernen, Schritt für Schritt. Teilweise komplexe Bewegungsmuster werden aufgedröselt in, wir machen diesen Schritt, wir machen jenen Schritt und wenn du das kannst, dann kommt der nächste Schritt dazu. Nur vom Pferd verlangen wir, das muss im Vorwärts gehen. Es ist mir wirklich ein absolutes Rätsel, wer auf diese Idee gekommen ist, warum Pferde da das in hohem Tempo lernen müssen. Ja, und drum eben diese Langsamkeit. Und irgendwann heute habe ich das auch schon mal gesagt. Natürlich gibt es dann in der Reiterei neben den Ecken noch die Seitengänge, die man reiten kann, aber eben nicht reiten muss. Weil irgendeiner dieser ganz alten schlauen Reitmeister hat mal gesagt, das hat mich sehr beeindruckt und darauf baut ja auch diese ganze Geschichte von Michael Geithner auf. Man kann ein Pferd über Ecken fertig ausbilden. Und was die damals unter fertig ausbilden verstanden haben, ich glaube, das ist uns allen bewusst. Ja? Also die wollten ja ein Pferd haben, mit dem man nicht nur schön spazieren reiten kann, sondern das auch im Kampf seinen Reiter nicht verloren hat. Also die haben ihre Pferde wirklich in Balance gebracht. Und das geht rein nur über Ecken. In verschiedensten Ausführungen, in verschiedensten. Eine Pirouette ist nichts anderes als viele Ecken am Stück. Ja? Und sehr vieles baut auf diesen Ecken auf.